Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut uns außerordentlich, Sie zur heutigen Medienkonferenz begrüßen zu dürfen. Wir stellen Ihnen heute mit dem Weißbuch Schweiz eine Publikation vor, in der zwei sehr grundsätzliche Fragen gestellt werden. Die erste lautet: Woher kommt die Schweiz? In einer Analyse der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen seit dem 15. Jahrhundert zeigen die Autoren des Weißbuchs auf, dass unser Land heute deshalb zu den wohlhabendsten Nationen der Welt zählt, weil es schon vor mehr als 100 Jahren auf Weltoffenheit gesetzt hat. Über die entscheidenden Details unserer Vergangenheit und die aktuellen Herausforderungen der Gegenwart werden Sie später in Ihren Präsentationen Peter Grünenfelder, Jennifer Langenecker und Patrick Schellenbauer noch detailliert informieren. Die zweite Frage, die das Weißbuch stellt, ist: Wohin geht die Schweiz? Wir bei Avenir Suisse glauben, dass Zukunft nicht einfach passiert, sondern dass ein Land, eine Bevölkerung sich auch aktiv für ein Zukunftsszenario entscheiden kann. Bevor Sie Peter Grünenfelder nachher begrüßt, heißt es zuerst Film ab. Guten Tag, es ist 1-0-6. 1-0-6, guten Tag. Cinema 110, please do find them. Thank you.
Guten Tag, das ist 1061. 1061, hey, einen guten Tag. Cinema 110, first 257. Ja, geschätzte Medienschaffende, auch von meiner Seite herzliches Willkommen. Danke vielmals für Ihr zahlreiches Interesse. Wie meine Kollegin Verena Pazarek, unsere Kommunikationschefin, erwähnt hat, geht es heute um das Weißbuch, um Skizzen für die Zukunft. 6 Skizzen, wie wir es formuliert haben, auch im Titel. Es ist eine echte Gemeinschaftsleistung des Teams von Avenir Swiss. Es sind 9 Autorinnen, Autoren, interdisziplinär zusammengesetzt, verschiedene Forschungspfeiler unseres Think Tanks repräsentierend, die mit unermüdlichem Engagement, wissenschaftlicher Professionalität, aber auch einem ungeheuren Enthusiasmus auf diese Publikation hingewirkt haben. Und worauf wir auch sehr stolz sind, das Werk vollendet ein staatsmännischer Epilog von Alt-Bundesrat Kaspar Villiger. Warum, geschätzte Anwesende, ein Weißbuch? Warum ein Weißbuch hier und jetzt? Ein Weißbuch, das wir in der Tradition klassischer Weißbücher eben halten, das Orientierung und Übersicht über politische Grundsatzfragen bieten soll. Es geht uns weder um Verklärung noch Entzauberung helvetischer Erfolgsmythen, sondern wir haben schlicht und ergreifend die Motivation, die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte unseres Landes, die uns einen bis heute andauernden Wohlstand für breite Kreise der Bevölkerung gebracht hat, wissenschaftlich und ökonomisch fundiert mit allen Kausalitäten und in allen Periodizitäten auszuleuchten. Das Weißbuch ist aber auch entstanden aus einer Sorge, aus der großen Sorge heraus, dass in unserem Land ein breit abgestützter Wille für einen fundierten Zukunftsdiskurs fehlt. Dieser Wille ist weder in Politik noch in Zivilgesellschaft in ausreichendem Maße vorhanden. Und dieses Weißbuch ist auch entstanden aus dem Problembewusstsein heraus, dass gegen Ende dieses Jahrzehnts ein veritabler Reformstillstand um sich greift. Und zwar unter neuen globalen Rahmenbedingungen, Sie wissen das. Wir haben eine multipolare Welt, das ist heute Realität, geostrategische Machtverschiebungen, die Welt ist dynamischer, komplexer und damit zugleich zu einem gewissen Grad auch unberechenbarer geworden. Und diese Welt löst auch hierzulande vielschichtige Abwehrreflexe aus. Wir müssen aber trotzdem festhalten, dass unser Land mit dieser grundsätzlich liberal geprägten Strategie der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Offenheit bislang sehr gut gefahren ist. Das wird nachher auch aufgezeigt von meiner Kollegin und von meinen Kollegen. Doch diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geraten zunehmend unter Druck, auch die Außenwirtschaftsbeziehungen. Zahlreiche Initiativen und Referenden in den vergangenen Jahren fordern direkt oder indirekt eine Abkehr von der liberalen Wirtschaftsordnung und der seit der Jahrtausendwende zunehmenden Integration in den europäischen, aber auch globalen Markt. Alleine von 2013 bis 2017 stimmte der Schweizer Souverän insgesamt über 18 Vorlagen ab, die die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark tangierten. Nur einen Auszug. 1 zu 12, Minderinitiative, Mindestlohninitiative, Abschaffung Pauschalbesteuerung, Goldinitiative, Stopp der Überbevölkerung, Masseneinwanderung, Erbschaftssteuerreform, bedingungsloses Grundeinkommen und. Zu konstatieren sind Verlangsamungen, wenn nicht gar Symptome von Paralyse bei notwendigen strukturellen Erneuerungen. Unsere Nation präsentiert sich seit Jahren zerstritten, hochemotional auch, betreffend der zukünftigen Ausgestaltung der Beziehung zum wichtigsten Handelspartner der Europäischen Union. Auch der Reformstau im Innern nimmt mittlerweile bedrohliche Ausmaße an. Überfällige Anpassungen, etwa im Bereich der Unternehmensbesteuerung und der Altersvorsorge, kommen nicht voran. Und gerade bei letzterer frage ich mich, ob hier nicht zunehmend finanzpolitisch die Großmutter gegen den Enkel ausgespielt wird.
Wenn man einen Schritt weiterkommen will, geschieht dies durch Vermengung unterschiedlichster Reformbaustellen. Wie es in diesen Tagen die Wirtschaftskommission des Ständerates vorexerziert hat. Folge ist, dass dieser realpolitische Kuhhandel nur ein temporäres Ausweichmanöver für die unausweichliche Reform der Altersvorsorge darstellt. Und im Worst Case werden wir als direkt demokratisch geschulte Schweizerinnen und Schweizer in unserer materiellen Entscheidungsfreiheit an der Urne über Gebühr eingeschränkt. Offensichtlich ist, wichtige Reformen, die dringend notwendig sind, haben einen zunehmend schweren Stand und die Aspiration für Veränderung bleibt auf der Strecke. Verteilkämpfe dominieren zunehmend den Diskurs, auch in der Öffentlichkeit, und bereits heute beträgt die Fiskalquote 44,1%. Und auch in der außenwirtschaftspolitischen Ausrichtung der Schweiz ist ein kollektiver Hang zum Stillstand feststellbar. Die Tendenz zum Stillstand trägt aber der unternehmerischen Dynamik kaum Rechnung. Und nach Überzeugung von uns, den neuen Autorinnen und Autoren des Weißbuchs Schweiz, ist dieser Status quo unter der Prämisse der Wohlstandssicherung keine zukunftstaugliche Option, das halten wir klar fest. Auch weil wir infolge des hausgemachten Reformstillstands an Vorsprung gegenüber anderen Ländern verloren haben, ja relativ sogar zurückgefallen sind, insbesondere in der Produktivitätsfrage. Meine Kollegin Jennifer Langenegger wird später darauf zurückkommen. Mit diesem Fokus auf das Verharrende, mit diesem Status Quo-Fetisch sind namhafte Fortschritte in der Produktivität nicht zu erwarten. Verstehen Sie uns nicht falsch, auch wir erkennen Handlungsbedarf und Schwächen bei unseren wichtigsten Wirtschaftspartnern, wie der EU. Stichwort Sicherung Außengrenze, Stichwort Euro, Stichwort Regierungsbildung in Italien. Aber diese Schwächen außerhalb der Schweiz sollen und dürfen nicht den Blick verstellen auf Erneuerungserfordernisse hierzulande. Wenn sich die Schweiz für die Zukunft rüsten will, muss sie heute eine ehrliche Diskussion darüber führen, über den politischen und wirtschaftlichen Weg der nächsten Jahrzehnte. Und angesichts der international multipolaren Ausgangslage und der gesellschaftlichen Herausforderungen im Innern, wie vorher ein bisschen umschrieben, ist fraglich, ob der stolze Blick zurück auf unsere Errungenschaften ausreicht oder eben nicht vielmehr auch ein Blick nach vorne notwendig ist, um den Wohlstand für die Zukunft zu sichern. Das Verwalten des bis heute Erreichten erstellt den Blick auf Notwendigkeiten, Chancen, es gibt viele davon, aber auch Risiken des aktiven Gestaltens der nächsten Jahrzehnte. Verena Barzerek hat das ausgeführt. Uns ist es wichtig, dass dieser notwendige und breit zu führende Zukunftsdiskurs nicht von vornherein dogmatisch fixiert ist. Und wir postulieren danach bewusst nicht einen einzigen alternativlosen Zukunftsweg. Verschiedene Zukünfte sind durchaus möglich. Und deshalb legen wir Ihnen 6 plausible Zukunftsszenarien vor. Sie sollen es erlauben, mehrere Varianten in der politischen Strategiebildung zu entwickeln, aber auch die Folgen für Staat und uns Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu machen. Und angesichts dieser Bedingungen, Überlegungen haben wir Zukunftsentwürfe für die Schweiz entwickelt, die eben jene grundsätzlichen Fragen aufwerfen, die sich unserem Land heute stellen. Und das sind Fragen, die eine breite Debatte auslösen sollen, aber auch Fragen, die eben kein dauerhaftes Aussitzen oder gar Tabuisieren zulassen, sondern eine Klärung bedürfen. Und wir plädieren dementsprechend auch für einen offenen Diskurs bei der Suche nach dem Weg, auf dem die Erfolgsgeschichte der Schweiz, auf die wir alle stolz sind, ihre Fortsetzung nehmen kann. Entsprechend plädieren wir für eine Debatte auf vielen Kanälen und nicht in einem geschlossenen Kreis, auch mit Ihnen. Eine Debatte, die alle Interessierten einbeziehen soll und nicht nur wenige. Wir kennen alle die Bundesverfassung von 1999.
Und dort finden sich in der Präambel Formulierungen wie erneuern, Errungenschaften, Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Davon ließen wir uns auch bei der Erstellung dieses Weißbuchs leiten. Natürlich gepaart mit unseren liberalen Überzeugungen zum Fortschritt, zur unbequemen Courage, zum unerschütterlichen Optimismus, den wir haben als Think Tanker, zur Veränderungsbereitschaft und auch zur Weltoffenheit. Soweit meine einführenden Worte. Ich übergebe gerne meiner Kollegin Jennifer Langenegger für den historischen Überblick. Das ist das Weißbuch. Wir haben es extra so fotografiert, damit man eben sieht, der Titel, weil sonst sieht man es nicht beim Deckblatt. Okay. Jenny. Von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Medienkonferenz. Mein Name ist Jennifer Langenegger, ich bin Researcher bei Almerswiss und ich werde Ihnen in den kommenden knapp 5 Minuten, die mir zur Verfügung stehen, einen historischen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz geben. Ich möchte diesen historischen Überblick in 3 Teile gliedern. Zuerst Vor- und Zwischenkriegszeit, dann im 2. Teil die Nachkriegszeit, also nach dem 2. Weltkrieg. Und zuletzt dann die jüngste Vergangenheit, also die knapp letzten 30 Jahre. Ein wichtiges Erkenntnis aus unserer Analyse war, wie stark die Schweiz doch zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg gewachsen ist. Die Pro-Kopf-Einkommen haben sich in dieser Zeit verdoppelt und die Schweiz ist zu einer der reichsten Nationen der Welt aufgestiegen. So dass eigentlich damals schon der Grundstein für unseren heutigen Wohlstand gelegt. Der Grund lag in der neu gewonnenen Stabilität nach der Gründung des Bundesstaates und in der liberalen Wirtschaftsordnung. Es gab damals erstmals so etwas wie einen Schweizer Binnenmarkt ohne Zölle und eine gemeinsame Währung. Häufig hört man, dass der Wohlstand der Schweiz vor allem darauf zurückzuführen sei, dass wir 2-mal von den beiden Weltkriegen verschont geblieben sind. Wenn man sich aber anschaut, wie schnell die kriegsversehrten Länder jeweils nach den Kriegen wieder aufgeholt haben, dann kann das nicht der entscheidende Grund gewesen sein. Man sieht diesen Aufholeffekt auch ganz deutlich nach dem 2. Weltkrieg. Hier sind beispielsweise Länder wie die Schweiz, wie Deutschland oder Italien, Entschuldigung, sehr stark gewachsen. Aber die Schweiz hat hier auch nochmals eine deutliche Wachstumsphase hingelegt. Das war in den 50er und 60er Jahren. Sie hat aber nicht mehr sich an die Wachstumsspitze zurückkämpfen können. Aber auch in den 50er, 60er Jahren hat man nochmals eine beinahe Verdoppelung der Pro-Kopf-Einkommen erreicht. Mit dem Erdölschock 1973 wurde dieser Wachstumsphase dann aber ein abruptes Ende gesetzt und seitdem konnte die Schweiz nicht mehr die Wachstumsraten, die sie damals in den 50er und 60er Jahren noch erreicht hatte, erzielen. Wenn wir uns nun die jüngste Vergangenheit anschauen, dann fällt auf, dass die Schweiz sich eigentlich in einer anhaltenden Wachstumsschwäche befindet. Die Pro-Kopf-Einkommen sind zwischen 1990 und 2016 gerade mal um 20% gestiegen. Einzig in der Frühphase der bilateralen Verträge, also die Jahre 2003 bis 2008, kann noch ein dynamisches Wachstum beobachtet werden. Und 2/3 dieser 20%, die ich vorhin erwähnt habe, sind eben gerade auf diese Frühphase der Bilateralen zurückzuführen. Hingegen in den 90er Jahren gab es nur eine lähmende Stagnation und auch die jüngste Vergangenheit hat nicht wesentlich zu unserem Wohlstand beigetragen. Kurz zusammengefasst, die Schweiz ist also auch nach dem 2. Weltkrieg kontinuierlich weitergewachsen, aber sie hat relativ an Position verloren und konnte ihre Position an der Wachstumsspitze nicht halten. Diese Diagnose sie überrascht, weil sie sogar nicht dem Fremd- und dem Selbstbild der Schweiz entspricht. Die Schweiz unterliegt also einer gewissen Selbsttäuschung. Kann man sagen, sie konnte ihr Wohlstandsniveau in den letzten 30 Jahren eigentlich nur deshalb halten, weil sie immer mehr Ressourcen in die Produktion von Gütern und Dienstleistungen gesteckt hat. Wir arbeiten heute sehr viel, wir haben eine hohe Sparquote, wir sind mit viel Kapital aus dem Ausland ausgestattet. Wir haben also viel Produktionskapital großzügig
großzügige Ausstattung mit Produktionskapital, aber in puncto Produktivitätswachstum hinken wir anderen Ländern hinterher. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Schweiz von heute, sie arbeitet viel, sie spart viel, aber sie verwendet ihre Ressourcen nicht effizient. Mit der einsetzenden Alterung, die uns bevorsteht, der Bevölkerung, ist die Strategie des Wachstums in die Breite anstatt in die Tiefe zunehmend in Frage gestellt. Ohne Zuwanderung wird unser Arbeitsmarkt bis 2035 um rund eine halbe Million Menschen schrumpfen. Das bedeutet, dass die Erwerbsquote, gerechnet auf die Gesamtbevölkerung, weiter sinkt und dass die Pro-Kopf-Einkommen entsprechend unter Druck geraten. Es wird auch zunehmend schwierig sein, mit der im Vergleich zum Ausland schwächeren Produktivitätsentwicklung Arbeitskräfte in die Schweiz zu holen, weil wir den Lohnvorsprung immer mehr verlieren werden. Auch die Sparquote wird in der Tendenz eher sinken, weil die zahlreicher werdenden Rentner ihre Einkommen für die Finanzierung des Konsums verwenden werden. Was bedeutet das also für die Schweiz von heute? Es bedeutet, dass wir unser Wohlstandsniveau auf Dauer nicht werden halten können, wenn wir nicht das Produktivitätswachstum verbessern. Dieses Produktivitätswachstum wird aber durch den inneren Reformstillstand und das ungeklärte Verhältnis zur EU gehemmt. Gerne übergebe ich nun das Wort an unseren Chefökonomen Patrick Schellenbauer, der Ihnen 6 Szenarien für die Zukunft der Schweiz vorstellen wird. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Peter Grünenfelder hat unsere 6 Szenarien schon angesprochen. Sie haben sie auch in unserem Video schon angeteasert gesehen. Hier symbolisiert mit 6 Skifahrern aus den 20er Jahren. Übrigens, also es ist keine moderne Aufnahme und wird trotzdem sehr modern. Aber darüber will ich mit Ihnen nicht sprechen. Die Frage ist hier jetzt erstmal, ja, wie bildet man überhaupt Szenarien oder wie haben wir die Szenarien, diese 6, gebildet? Wichtig war uns erstmal, dass wir das ganze Meinungsspektrum im Land abbilden oder, wenn Sie so wollen, auch die weltanschaulichen oder politischen Lager. Das zweite, sehr wichtige, wir haben stark auf innere Konsistenz geachtet. Also Szenarien sind keine Wunschkonzerte. So kann man zum Beispiel nicht eine höhere soziale Absicherung und mehr Umverteilung haben ohne eine höhere Fiskalquote und wahrscheinlich eine tiefere ökonomische Dynamik. Die Szenarien sollen in 10 Jahren umsetzbar sein und wichtig einmal mehr, auch meine Kollegin und Peter Grünenfelder hat es schon angesprochen, der Status quo ist für uns kein gangbares Szenario, kein gangbarer Weg, weil wir überzeugt sind davon, dass der Stillstand, den wir heute sehen, auf Dauer nicht zu halten sein wird. Dann eigentlich das Wichtigste, Szenariobildung erfordert eine massive Reduktion der Komplexität. Natürlich könnte man sich vieles vorstellen, man könnte vieles herbeiphilosophieren, aber wir haben uns dann entschieden, das auf 2 Dimensionen zu reduzieren, nämlich hier in der vertikalen, man könnte das die Integrationsachse oder je nach Sicht auch die Souveränitätsachse nennen, mit oben einem maximalen Grad an institutioneller Integration in supranationale Institutionen, nicht nur der EU, und unten einen maximalen Grad von Autonomie oder Eigenständigkeit. Die horizontale Achse könnte man die Marktachse nennen. Wir haben da auf der rechten Seite ja offene, flexible, unregulierte Märkte und auf der linken Seite, das haben wir Korporatismus genannt. Und damit meinen wir, in einem korporatistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell werden eben ökonomische Entscheidungen, die Ansprüche an Sozialprodukt, die Verteilung der Ressourcen werden eben in zentralen Verhandlungen der Anspruchsgruppen festgelegt und nicht dezentral auf Märkten. Das ist der entscheidende Unterschied hier. Und da sehen Sie eben, da werden diese 6 Szenarien, die haben wir auch so platziert, dass in jedem Quadranten mindestens ein Szenario Platz hatte. Fangen wir nun aber an mit der ökonomischen Einordnung.
dieser Szenarien. Und da nur zwei kurze Vorbemerkungen. Diese Einordnung, das wäre quasi die ökonomische Situation der Schweiz in 12 bis 15 Jahren. Und wahrscheinlich das Wichtigste, was ich im Folgenden sagen werde, ist ein neues, sozusagen ein neues Gleichgewicht, das sich dann eingespielt haben wird. Also ich beschreibe nicht den Anpassungsprozess, wie man dahin kommt, sondern wie es dann eben in 12 bis 15 Jahren sein wird. Und wir gehen auch als Grundannahme von einer relativ stetigen Entwicklung der Weltwirtschaft aus, keine massiven Strukturbrüche, zum Beispiel ja eine protektionistische Handelskriege, die da um sich greifen, von dem gehen wir nicht aus. Also dann steigen wir ein mit dem Szenario selbstbestimmter Rückzug. Hier will man eigentlich eine maximale Eigenständigkeit der Schweiz. Man kündigt hier die bilateralen Verträge, zumindest die Marktzugangsabkommen. Außenhandel vollzieht sich auf der Basis von Freihandelsverträgen. Und vor allem, das ist wahrscheinlich das Wichtigste hier, man verfolgt eine sehr restriktive Zuwanderungspolitik. Das schwächt natürlich die Exportwirtschaft, führt auf der anderen Seite zu verstärkter Strukturerhaltung im Innern, starke Betonung auch der Binnenwirtschaft. Insgesamt, so glauben wir, würde das Wachstum, das Pro-Kopf-Wachstum der Schweiz sehr stark schwächen. Sie sehen in diesen Spiders die Zahl 3, das beschreibt ungefähr die Situation heute. Wir glauben, dass in einem selbstbestimmten Rückzug wir wesentlich tieferes Pro-Kopf-Wachstum haben, wahrscheinlich sogar eine negative Beschäftigungswirkung. Und das würde wahrscheinlich auch zu verstärkten Verteilkämpfen führen, weil ja, typischerweise in Ländern ohne Wachstum oder mit Negativwachstum, da nehmen die politischen Verteilkämpfe zu. Das ist der Grund, warum wir hier auch von einem Anstieg der Fiskalquote ausgehen. Ein sehr anderes Szenario auf eine Art ist die globale Oase. Man könnte das auch ja, so ein radikal-liberales Stadtstaatenmodell nennen. Umfasst sehr weitgehende Liberalisierungen im Innern und die unilaterale Öffnung unseres Arbeitsmarktes gegenüber vielen Ländern auf der Welt, nicht nur der EU. Also hier müssen Sie global denken. Ich glaube, diese beiden Faktoren in Kombination würden das Produktivitätswachstum, das heute schwach ist, sehr stark befördern und darum natürlich auch das Pro-Kopf-Wachstum. Wir sehen gleichzeitig aber auch, dass in diesem Szenario die Einkommensschere wahrscheinlich stark aufgehen würde, also steigende Einkommensungleichheit auch. Und gleichzeitig auch, weil es ein sehr urbanes Szenario ist, hätten wir mehr regionale Disparitäten. Also hier würden die urbanen Zentren natürlich sehr viel schneller und stärker wachsen als die ländlichen und peripheren Gebiete, was dieses Szenario politisch wahrscheinlich ja nicht sehr nachhaltig macht. Nächstes Szenario, der Club Schweiz. Auch im Club Schweiz weiß man natürlich, dass Offenheit gegen außen eines der Erfolgsgeheimnisse der Schweiz ist, aber gleichzeitig versucht man auch hier möglichst viel nationale Souveränität zu erhalten. Der Schwerpunkt liegt hier ganz klar auch auf der Zuwanderungspolitik, weswegen man in diesem Szenario auch die Personenfreizügigkeit mit der EU kündigt und danach fallen auch die weiteren Marktzugangsabkommen in den bilateralen 1 dahin. Das führt zu Investitionsunsicherheit und schwächt die Exporte, weil die Hürden reicher und schwieriger werden. Das alles ist natürlich nicht geeignet, um das Wachstum zu befördern. Auf der anderen Seite hätten wir in diesem Szenario weiterhin einen sehr starken, einen harten Franken. Also diese sprichwörtliche Produktivitätspeitsche, die auch in den letzten 5 Jahren schon, ich sage jetzt nicht gerade geknallt hat, aber gewirkt hat, die wirkt auch weiterhin. Dahingehend, dass die Wirtschaft auf hohe Effizienz
getrimmt wird, indem man sämtliche Rationalisierungsmöglichkeiten wegen dem harten Franken eben nutzt, teilweise auch auslagert und weiterhin auch konsequent sämtliche Marktnischen in den globalen Wertschöpfungsketten nützt. Insgesamt, summa summarum, glauben wir, dass man im Club Schweiz das Wachstum knapp halten könnte. Nächstes Szenario nennen wir die tragfähige Partnerschaft. Das ist eigentlich das Szenario, das am nächsten bei der heutigen Realität liegt. Es geht hier um die Dynamisierung und natürlich auch Vertiefung des bilateralen Wegs mit der Europäischen Union. Und in diesem Szenario gibt es daraus auch die wichtigen neuen Marktzugänge, vor allem im Bereich Finanzdienstleistungen, wo unsere Finanzplätze heute darunter leiden, dass die Marktzugänge in die meisten EU-Länder eben nicht mehr gegeben sind. Aber wir denken hier durchaus auch an das Stromabkommen, das eigentlich ausgehandelt ist, aber brach liegt. Das höhere Wachstum, das Sie im Spider sehen, das entsteht hier vor allem durch die Wiederbelebung, durch die Stärkung unserer doch immer noch sehr wichtigen Finanzplätze. Gleichzeitig müssen wir hier, das ist klar, gewisse Abstriche bei der formellen Souveränität machen. Aber wir hätten im Tausch dafür natürlich eine deutlich höhere Investitionssicherheit dank des der Klärung des Verhältnisses mit der EU. Das ist die tragfähige Partnerschaftszuwanderung, ja, etwa im Rahmen wie heute. Europäische Normalität, das ist ein Szenario, wo die Schweiz auch politisch der EU beitritt und damit quasi automatisch eine vollständige Binnenmarktintegration bekommt. Wir übernehmen in diesem Szenario auch den Euro als Währung und die ökonomisch gesehen wichtigste Wirkung ist sicher, dass wir damit mit diesem Beitritt einen viel stärkeren, viel intensiveren Wettbewerb im Innern bekämen und gleichzeitig wie im vorangehenden Szenario hürdenlos in die EU exportieren könnten. Der Euro, das wissen wir alle, muss man davon ausgehen, dass der auf fast unabsehbare Zeit zur Schwäche neigen wird. Das sehen wir aktuell auch gerade wieder mit den Turbulenzen um die Regierungsbildung in Italien. Also wir tauschen hier eine sehr harte Währung gegen eine schwächere Währung und das ist einer der Gründe, warum wir neben dem hürdenlosen Export, dass wir hier von höheren Beschäftigungschancen ausgehen. Summa summarum eben rechnen wir auch hier mit einer Zunahme des Pro-Kopf-Wachstums und der Produktivität. Natürlich wäre die Schweiz, das ist klar, das hat der Bundesrat auch schon mal durchgerechnet, wäre die Schweiz Nettozahlerin in die EU und wir müssten wahrscheinlich auch mit einem Anstieg der Fiskalquote in der Schweiz rechnen. Damit bin ich beim letzten Szenario, das wir den skandinavischen Weg nennen. Auch hier, auch dieses Szenario umfasst einen Beitritt zur EU und damit die vollständige Binnenmarktintegration. Wir behalten hier, wie eben die skandinavischen Länder dies überwiegend tun, wir behalten hier die eigene Währung, den Franken. Was dieses Szenario vom vorangehenden stark unterscheidet, ist eben ein hoher Grad an Kooperatismus. Und hier sieht man das daran, dass der Arbeitsmarkt stark reguliert ist, mit Gesamtarbeitsverträgen, mit Mindestlöhnen. Auf der anderen Seite hätten wir einen stark deregulierten Binnenmarkt, wie wir das beispielsweise in Schweden und teilweise auch in Dänemark eben auch sehen. Wir hätten aber ganz klar mehr soziale Absicherung und Umverteilung, also wenn man das etwas zuspitzen wollen würde, könnte man so von einem leicht paternalistischen Fürsorgestaat sprechen. Das muss man natürlich finanzieren. Wie finanziert man das? Man einerseits eben mit diesem Produktivitätsschub, der aus der Deregulierung des Gütermarktes kommt. Das wird aber nicht reichen. Es wird auch höhere Steuern und Abgaben brauchen.
Das ist der Grund, warum wir hier von einem recht deutlichen Anstieg der Fiskalquote ausgehen, was Sie hier auch auf dem Spider sehen, im Tausch für eine gleichmäßigere Verteilung. Das ist in aller Kürze und auch zugespitzt die ökonomische Beurteilung dieser sechs Szenarien. Wenn man das jetzt nochmal zusammenfassen würde, was haben wir gesehen? Wir haben letztlich gesehen, dass die Schweiz weitere Integrationsschritte unternehmen sollte, zumindest aus ökonomischer Sicht, wenn wir die Prosperität und das weitere Wachstum der Schweiz im Auge haben. Natürlich gibt es auf eine Art einen Trade-off, man kann auch im Innern liberalisieren, aber wir wissen alle, der Schweizer Binnenmarkt ist klein. Wir sind zwar eine mittlere und höchst erfolgreiche Exportnation, aber Liberalisierungen im Innern, die reichen eben nicht, wenn die entsprechenden Integrationsschritte nicht gemacht werden, um den Wohlstand oder das Niveau des Wohlstandes, den wir heute haben, zu halten. Oder man könnte auch ein Bild gebrauchen, man könnte sagen, ja, der ökonomische Fußabdruck der Schweiz ist eben größer als das Land, sowieso viel größer als die Fläche des Landes, aber auch als die demografische Basis des Landes. Deshalb sind wir fast auf Gedeih und Verderb, auf Marktzugang angewiesen. Soweit meine Ausführungen, dann gebe ich zurück gerne an Peter Grünberg. Ja. Danke vielmals, Patrick Schellenbauer. Ich komme noch ganz kurz zum Fazit, bevor wir nachher auch für Ihre Fragen zur Verfügung stellen. Also wir sind überzeugt, dass Abschottung, Abgrenzung, Rückzug ins Innere, so nochmals als Prosperitätsüberlegungen, keine zukunftsfähigen Strategien sind, eben auch nicht für die nachhaltige Wohlstandssicherung. Und unsere Überzeugung ist dementsprechend auch, dass ein breit verteilter Wohlstand für die Schweizer Bevölkerung auf Basis einer marktwirtschaftlich liberalen Ordnung auch das stärkste Fundament für die soziale Kohäsion, das Bindemittel in unserem Land bildet. Und getragen vom beschriebenen wirtschaftlichen Erfolg neigt unser Land zu einer gewissen Diskursträgheit, was seine zukünftige Rolle auf dem europäischen Kontinent betrifft. Diese Debatte verläuft, wie bereits einleitend ausgeführt, polarisierend, zum Teil auch die historischen Fakten vernachlässigend, Jennifer Langenegger hat ausgeführt, und unter Ausblendung europäischer Realitäten und weltpolitischer Entwicklungen. Und ich glaube, diese helvetische Präferenz für den Status quo führt letztlich zu einem Verharren in Unentschlossenheit, und das Nichtentscheiden über die eigene Zukunft ist auch ein Ausdruck eines Spalts in unserer Gesellschaft, der eben nicht nur die Außenbeziehungen, sondern auch das Verhältnis von kollektivstaatlichem und individuellem Handeln betrifft. Wie gesagt, der Status quo wird nicht ewig zu halten sein, weder im Innen- noch im Außenverhältnis, und wir müssen diesen Stillstand beide Seiten durchbrechen. Aber anstatt uns weiter in Verteilkämpfen zu zermürben, sollten wir besser über Produktivität reden. Jennifer Langer hat das aufgezeigt, es entwickelt sich seit längerem sorgenvoll, auch relativ zu unseren Hauptkonkurrenten. Es braucht immer mehr Anstrengung, um eben diese Wohlstandsposition, die wir heute haben, zu halten oder zu verbessern. Aber letztlich geht es uns auch darum, mit diesem Weißbuch, oder insbesondere darum, mit diesem Weißbuch Denkblockaden zu überwinden und vor allem auch Denkverbote fallen zu lassen. Denkverbote sind, wie jetzt Anwesende, unschweizerisch, sind letztlich undemokratisch und auch unliberal. Und Dürrenmatt schrieb, also von 1985 in Justiz, dass das Mögliche ist beinahe unendlich, das Wirkliche streng begrenzt. Dann geht es weiter und dann folgt er am Schluss daraus, dass wir das Wirkliche umzudenken haben, um ins Mögliche vorzustoßen.
Und genau das wollen wir bis zu einem gewissen Maß. Mit diesen 6 Skizzen im Weißbuch sollen Diskussionen angeregt werden, soll auch das Undenkbare wieder denkbar werden. Also versteht sich absolut von selbst, dass je nach Interessenlage, individueller Lebensbiografie, persönlicher Überzeugung und Herkunft, die bei uns jedem anders ist, die grundlegenden Fragen über das Wesen und Selbstverständnis der Schweiz anders beurteilt werden. Doch wir glauben, sind überzeugt, genau diese Fragen sind in einem offenen, konstruktiven, demokratischen Streitdiskurs zu klären, auch der Entscheid über den künftigen Weg unseres Landes betrifft uns letztlich eben alle. So weit unsere Ausführungen. Das ist das Dürrenmatt-Zitat, das haben wir tatsächlich dann aufgeführt. Und jetzt würden wir die Fragen zur Verfügung stellen. Und der Usanz ist, dass wir jetzt das im geschlossenen Rahmen machen und die live übertragen werden. Danke vielmals fürs Zuhören.